Sie sind hier, 12. Januar 2019, 15.49 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Maria Majamanka wurde zum zweiten Mal in ihrer Karriere Europameisterin. Urheberrecht Getty Images. Olympiasiegerin Maria Majamanka holt zum zweiten Mal in ihrer Karriere den EM-Titel. Stefanie Schneider macht am Königssee den deutschen Doppelsieg perfekt. Bob-Olympiasiegerin Maria Majamanka hat sich zum zweiten Mal zur Europameisterin gekrönt und dabei einen deutschen Doppelsieg angeführt. Die 28-Jährige gewann am Samstag mit Anschieberin Annika Drazek das Rennen am Bayerischen Königssee und verwies dabei Titelverteidigerin Stefanie Schneider mit Ann-Kristin Strack auf den zweiten Platz. Dritte wurde Katrin Beierl aus Österreich, Anna Köhler belegte mit Lisa Gericke Platz 6 der EM-Wertung. Auch der Konkurrenz aus Übersee ließ Jamanka im parallel gewerteten Weltcuprennen keine Chance, hier feierte sie ihren dritten Saisonsieg und baute die deutliche Führung im Gesamtklassement weiter aus. Schneider musste sich hinter Weltmeisterin Ilana Myers-Taylor aus den USA mit dem dritten Rang begnügen, Köhler wurde siebte der Weltcup-Wertung. Trainer Spieß lobt Jamanka. Das ist ein herausragendes Ergebnis für uns, sagte Bundestrainer René Spieß. Nach diesen Starts und diesen Fahrten ist Mariama die verdiente Siegerin. Und wir konnten Ilana Myers-Taylor hiermit gleich zwei Teams Paroli bieten, das stimmt mich sehr zuversichtlich mit Blick auf die WM. Die Titelkämpfe steigen Ende Februar und Anfang März im kanadischen Whistler. Die Europameister werden im Bobsport im Rahmen eines Weltcups ermittelt, die nicht-europäischen Starter werden zu diesem Zweck aus dem Ergebnis genommen. Bei der 16. Europameisterschaft der Frauen siegte nun zum 15. Mal eine Deutsche. Jamanka hatte 2017 in Winterberg ihren ersten EM-Titel gewonnen.